Wenn du eine JPEG- oder PNG-Sequenz aus DaVinci Resolve exportieren möchtest, dann bist du eigentlich aufgeschmissen im normalen Renderer. Aber es gibt einen Umweg über Fusion, wie du es doch als PNG- oder JPEG-Sequenz exportieren kannst. Auf geht's! Angenommen, du hast hier diese Sequenz und möchtest sie als JPEG-Sequenz exportieren. Dann suchst du dir aus der Effekt-Library einen Adjustment-Clip und ziehst den über die gesamte Sequenz. Gehst dann in Fusion und suchst dir hier mit Shift Space eine Saver Note raus. Verbindest dein Media Out mit der Saver Note und lässt sie dir anzeigen. Jetzt haben wir hier unter Browse die Möglichkeit zu bestimmen, wo wir das Ganze speichern. Dann gibst du dem noch einen Namen und hängst .jpeg hinten dran und schaltest hier unten von Dateityp auf All Files. Klickst auf Speichern und jetzt weiß er schon mal, wo er es hinladen soll. Und wir können unter Format können wir noch die Qualität bestimmen. Wenn du das jetzt rendern möchtest, dann klickst du hier oben auf Fusion und klickst auf Render All Savers. Einen ähnlichen Umweg kannst du auch für PNG-Sequenzen sogar mit Alpha-Kanal machen, also mit Transparenz. Ich habe hier eine Fusion-Komposition mit Alpha-Kanal. Das sehe ich daran, dass wenn ich in Fusion reingehe, ich hier einen Schachbrett-Hintergrund habe. Und hier möchte ich genau das gleiche machen, mit Shift-Space eine Saver-Note hinter dem Media-Out einfügen und dann wieder unter Browse klicken und am Ende .png angeben und von OpenEXR auf All File Types klicken und auf Speichern. Und dann habe ich unter Format auch noch die Möglichkeit, meine Transparenzebene mit zu exportieren, indem ich den Haken bei Save Alpha reinsetze. Und dann muss ich wieder unter Fusion gehen und Render All Savers klicken. Und schon exportiert er mir meine Sequenz mit Alpha-Kanal als PNG. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, dann gib ihm doch ein Like. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao!